Willkommen. In diesem Video lernen Sie, in welchem Sinne für Paul Heimann der Problembereich der Institution der Lehrerinnenausbildung von großer Bedeutung war. Dabei wird kurz darauf eingegangen, warum sich Heimann für das Konzept der Gesamtschule einsetzte, um davon ausgehend das Berliner Modell der Didaktik zu begründen. In der Folge wird davon ausgehend vor Augen geführt, weshalb sich Heimann nachdrücklich für das Verhältnis von pädagogischer Theorie und Praktikum im Rahmen der institutionellen Lehrerinnenausbildung interessierte. Vorauszuschicken ist, dass Heimann selbst kein konkretes Schulkonzept entwickelt hat, dahingehend aber mehrfach die Idee der Einheitsschule bzw. später Gesamtschule vertreten hat. Dies steht auch damit in Zusammenhang, dass er die institutionspolitischen Modelle der sowjetischen Pädagogik immer wieder zum Vergleich herangezogen hat. Die Idee einer Einheits- bzw. Gesamtschule kann insofern als konstitutives Konzept von Heimann angesehen werden, weil mit ihm auch das sogenannte Berliner Modell der Didaktik verbunden ist, das direkt in die Institution der Lehrerinnenbildung eingelassen wurde. Das Berliner Modell besteht vor allem darin, dass die persönlichen und soziokulturellen Voraussetzungen und Folgen aller am Unterricht Beteiligten im Bedingungs- und Entscheidungsrahmen der Institution intensiv berücksichtigt werden. Das Berliner Modell soll so vor allem die Entscheidungsautonomie aller Beteiligten im Rahmen der Institution erhöhen. Dies vor allem in der Institution der Pädagogischen Hochschule, aber in der Folge natürlich auch durch die Unterrichtspraxis der Lehrenden in der Institution Schule. Deshalb umfasst das Berliner Modell die explizite Analyse von institutionellen Entscheidungsfaktoren. Diese institutionellen Entscheidungsfaktoren des Berliner Modells sind erstens die Absichten und Ziele, zweitens die Inhalte und Gegenstände, drittens die Methoden und Wege und viertens die Mittel und Medien des Unterrichts. Durch die Anwendung dieses Modells können Lehrende mithin direkt in das institutionelle Feld des Unterrichts eingreifen. Insofern wurde das Berliner Modell durch seine konkrete Anwendung an der Pädagogischen Hochschule selbst zur Institution. In weiterer Folge diskutiert Heimann eingehend, welche Weisen zukünftigen Verhaltens in die institutionellen Einrichtungen und Ausbildungspraktiken der Pädagogischen Hochschule in Berlin eingelassen sind. Heimann kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Institutionen mit reinem Hochschulcharakter stattfindet, wodurch die pädagogische Theorie und nicht die Praxis im Zentrum der Ausbildung steht. Daher plädiert Heimann für ein eigens in das Curriculum der institutionellen Lehrerinnen- und Lehrerbildung eingelassenes Praktikum, um dadurch auch eine erfahrungswissenschaftlich betriebene Durchforschung der gegenwärtigen und historischen Erziehungswirklichkeit zu gewährleisten. Aus der didaktischen Tätigkeit selbst soll, auch unter Anwendung des Berliner Modells, die Kategorien gewonnen werden, die das erzieherische Handeln im Rahmen der Institution rational und erfolgreich gestalten können. Es geht nach Heimann also immer um das Herbeiführen eines pädagogisch-praktischen Verhaltens, das er dann in einem zweiten Schritt als theoretisch gesteuertes Verhalten bezeichnet. Heimann fordert in diesem Rahmen vor allem eine theoretische und wissenschaftliche Begründbarkeit des pädagogischen Verhaltens im Umfeld der Institution, das sich irrationalen, intuitiven und spontanen Techniken durch rationale Analyse der Unterrichtsprozesse im Sinne einer Strukturanalyse entgegensetzt und dennoch zutiefst in der Praxis verankert bleibt. Daher ist das theoretisch gesteuerte Praktikum nach Heimann als modellhafte Vertretung der unterrichtlichen Wirklichkeit zu erfassen, auf die hin sich das didaktische Verhalten zu entwerfen hat. So kann durch die Institution der Pädagogischen Hochschule und die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung auch auf die Institution Schule verändernd eingewirkt werden.
Paul Heimann hat an verschiedenen Stellen Institutionen thematisiert und vor allem durch curriculare Veränderungen in die Institution der pädagogischen Hochschule eingegriffen. Dabei war er nach sowjetischem Vorbild einer der ersten Proponenten der Einheits- bzw. Gesamtschule. Dieser institutionellen Vorgabe folgend entwickelte Heimann das sogenannte Berliner Modell, das vor allem die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen des institutionellen Umfelds des Unterrichts in den Blick nahm. Dabei wurden unter anderem die Ziele, Inhalte, Methoden und Medien als Mittel begriffen, in dieses institutionelle Umfeld einzugreifen. Ausgehend von den institutionspolitischen Vorgaben des Berliner Modells kam es so unter der Leitung von Paul Heimann zur Institutionalisierung des Praktikums an der Pädagogischen Hochschule in Berlin. Dabei war das theoretisch gesteuerte didaktische Verhalten im institutionellen Umfeld von großer Bedeutung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass alle Äußerungen Heimanns zur Institution damit in Zusammenhang stehen, dass die Didaktik sich an der Praxis orientieren muss und in ihr verankert bleiben soll. Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass Paul Heimann sich zwar nicht systematisch, aber doch an vielen Stellen dem Problembereich der Institution gewidmet hat. So stellt das Berliner Modell gleichsam ein institutionelles Programm der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung dar, bei dem die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen der Beteiligten im Rahmen der Institution den Fokus der didaktischen Analyse geraten. Dabei werden unter anderem Absichten, Inhalte, Methoden und Medien im konkreten Umfeld der pädagogischen Institutionen eingehend thematisiert. Auch mit der Frage nach dem künftigen Verhalten des Didakten in den institutionellen Einrichtungen und Ausbildungspraktiken der pädagogischen Hochschule stellt Heimann ein eminentes Interesse am Problemfeld der Institution unter Beweis. Dabei ging es Heimann immer auch um eine erfahrungswissenschaftlich betriebene Erforschung der institutionellen Erziehungswirklichkeit. Daher ist auch die Einführung des Praktikums an der Pädagogischen Hochschule in Berlin im Sinne der didaktischen Institutionenpolitik von erheblicher pädagogischer Bedeutung.